Das österreichische Neujahrsbaby kommt heuer aus Salzburg. Es ist der kleine Yasin, der punkt Mitternacht in Mittersil zur Welt gekommen ist. Nur eine Minute später hat im Krankenhaus Baden Leonie als erste Niederösterreicherin des Jahres 2007 das Licht der Welt erblickt. Das ist sie, Leonie, das niederösterreichische Neujahrsbaby. 4 Kilo ist sie schwer und 53 Zentimeter groß. Eigentlich hätte Leonie ja schon am 18. Dezember zur Welt kommen sollen. Das hat der kleinen Dame scheinbar nicht gepasst. Sie hat sich den 1. Jänner um 0.01 Uhr ausgesucht. Mit denen habe ich absolut nicht gerechnet, nein, gar nicht. Also ich war eigentlich der Meinung, es kommt noch später, also es war ja nicht so. Aber dann, wie dann der Verlauf der Geburt war, mittendrin haben wir dann gedacht, ich habe natürlich nicht auf die Uhr geschaut, die andere Sorgen gehabt, aber das habe ich mir gedacht, wird eine schnellere Sache als meine anderen beiden Kinder. Ja. Die haben 7 und 5 Stunden gebraucht zum Beispiel. Ne? Sie war 2,5 Stunden da ungefähr. Die erste Untersuchung durch den Kinderarzt behagt Leonie nicht ganz. Mit dem Ergebnis sind dann aber alle zufrieden. Wer kennt sie, die Thermenhaie? Es sind keine Schwimmer, sondern Eisflitzer. Trainer Gerhard Koller begrüßt sie zum ersten Training im neuen Jahr. Herzlich willkommen zum Training, dem eigentlich ersten nach Weihnachten. Die Jugendlichen sind mit viel Eifer dabei, auch wenn sich noch keine Erfolge einstellen. Sie sind fleißig dabei, Lehrgeld zu bezahlen. Übrigens, auch ein Mädchen frönt diesem harten Männersport. Wenn die Erfolge auch noch fehlen, die Begeisterung ist da. Und einer der Erfolge hat sich dann im Sommer eingestellt. Im Inlineskater-Hockey erkämpft sich das U13-Team der Thermenhaie den österreichischen Meistertitel. Bad Vöslau entwickelte sich Mitte des 19. Jahrhunderts zu einem beliebten Kurort. Gäste aus allen Teilen der Monarchie waren hier zu Gast. Der Kur- und Sommerfrische in dieser Zeit widmet sich die Jahresausstellung 2007 im Stadtmuseum. Auch das gehört zu einem Kurort, der Tod. Dargestellt mit Leihgaben von der Bestattung Lacrosch. Aber im Vordergrund steht natürlich die Gesundung und Erholung. Das Thema Kur in Bad Vöslau ist ja eines, wie soll ich sagen, nicht nur ein altes Thema, sondern auch wieder ein neues Thema. Und im Wandel der Zeit hat sich auch der Kurbegriff sehr stark verändert. Wenn man jetzt zum Beispiel an den alten Peter Altenberg-Spruch denkt, viele von Ihnen werden ihn noch kennen. Die Zeit hat sich verändert. Die Gastarbeiter, viele schon hier heimisch geworden, gehören zum Stadtbild. Trotz verschiedener Kulturen ist das Zusammenleben und die Integration gefragt. Der türkische Kulturverein hat deshalb ein Kirmes- und Kulturfest veranstaltet, das auch von der heimischen Bevölkerung besucht wird. Das Miteinander wird bei diesem Fest gelebt, und zwar von beiden Seiten. Seit 35 Jahren existiert der Schlosskindergarten. 105 Kinder aus nicht weniger als 14 Nationen werden hier von 10 geschulten Mitarbeiterinnen betreut. Zum Jubiläum hat die Kindergartenleiterin ein Fest mit allen Kindern inszeniert. Unser Kindergarten wurde vor 35 Jahren eröffnet. In den letzten Jahren wurde er mit einem Zubau versehen. Dann wurde der alte bestehende Teil umgebaut und neu eingerichtet und wurde so zu einer zeitgemäßen Bildungsstätte für die 3- bis 6-jährigen Kinder.
Viele Eltern und Angehörige sind gekommen, um die Kinder bei ihrem Fest zu begleiten. Große Ehrung für den Nachwuchs des Veslauer Handballclubs. In der Aula der ehemaligen Försterschule freuen sich hunderte Gäste über die Anerkennung der jugendlichen Sportlerinnen und Sportler. An der Spitze steht der Staatsmeistertitel der U11-Mannschaft. Sie konnte sich als niederösterreichischer Landesmeister, betreut von Willem McLachlan und Peter Platzer, in Linz gegen 6 andere Landesmeister überzeugend durchsetzen. Bürgermeister Prinz lässt es sich nicht nehmen, jedem Einzelnen der Siegermannschaft zu gratulieren. Aber auch die anderen Nachwuchsteams des Veslauer HC setzen sich bei den diversen Meisterschaften ausgezeichnet in Szene. Die U13 erreicht mit Trainer Klaus Schuster den 3. Platz in der Landesmeisterschaft. U15 Vize-Landesmeister im Bild mit Trainer Gilbert Strecker. Auch die U17-Mannschaft mit Betreuer Gilbert Strecker landet bei der Landesmeisterschaft im Spitzenfeld. Mit Trainer Christoph Stöckelmeier erreicht das 2. Team der U11 in der Aufbaugruppe den 1. Platz. Die Musikschule Bad Veslau zählt zu den besten in Niederösterreich. 26 Lehrkräfte unterrichten 565 Jugendliche in 20 verschiedenen Fächern. Anlässlich des 15-jährigen Bestehens der Schule findet im Gainfarner Schloss, wo gelehrt wird, ein Galakonzert statt. Hier ein kleiner Ausschnitt des ausgezeichneten Programms. Ganz Österreich trägt Halstuch. Unter diesem Motto steht am 1. August das Fest des 100-jährigen Bestehens der Pfadfinder. Auch in Bad Veslau wird vor dem Thermalbad gefeiert. Mehr als 100 aktive und ehemalige Pfadfinder treffen einander, um Erinnerungen auszutauschen und Pläne zu schmieden. Selbst die Kulturhirschen des Industrieviertelfestivals tragen Halstücher. Da das Fest schon um 8 Uhr früh stattfindet, setzen sich alt und jung zu einem gemütlichen Frühstück zusammen. Hier sind gleich mehrere Pfadfindergenerationen auf einem Bild. Und wie es sich für Pfadfinder gehört, wird die Eierspeise in einer großen Pfanne zubereitet. Bei diesen Bildern kommt der Hunger automatisch. Und zum Abschluss noch einer der traditionellen Pfadfinderrufe. Agi, agi, agi! Agi! Agi, agi! Großes Interesse bei der Schwammerl-Safari. Nach der Einführung in die Pilzkunde durch Schwammerl-Papst Magister Alfred Stanzl in den Kolonnaden des Thermalbades machen sich die Interessierten im Wald bei Großau auf die Suche. In unserer Region gibt es etwa 200 verschiedene Pilze, natürlich nicht alle genießbar.
Das Wichtigste beim Schwammerlsuchen ist, dass man einen Pilz einmal genau kennt, also wirklich hundertprozentig kennt. Und wenn man jetzt beginnt mit dem Schwammerlsuchen, sollte man zunächst einmal jeden Pilz, den man findet, umdrehen und von der Unterseite betrachten. Aber ganz wichtig, aufpassen, nichts riskieren bei Schwammerl. Etwa 2 Stunden wird gesucht, dann treffen die Schwammerlsucher mit reicher Beute wieder beim Thermalbad ein. Die tollsten Exemplare, zum Teil unbekannte Pilze, werden dabei stolz gezeigt. Doch damit nicht genug. Die Pilze werden gleich vor Ort verkocht. Nach der etwas mühevollen Vorbereitung wird ein Teil paniert und frittiert. Kurdirektorin H. Hofer führt das Zepter in der professorischen Küche und bereitet eine köstliche Schwammerlsauce mit Semmelknödeln zu. Der verdiente Lohn für die Anstrengung, und allen schmeckt es köstlich. Seit Mai 2007 wird der Innenraum der Gainfanner Kirche, sie wurde 1740 errichtet, einer umfassenden Renovierung unterzogen. Bei den Arbeiten werden sogar 7 Grüfte entdeckt. Die Kirche erhält einen neuen Fußboden mit Heizung und der gesamte Innenraum wird gründlich restauriert. Die Innenrenovierung kostet uns 800.000 Euro, davon zahlt die Diözese 200.000 Euro, der Stift Melkunder 50.000 Euro und die Pfarre muss 450.000 aufbringen. Eine der vielen Spendenaktionen geht vor dem Gainfanner Feuerwehrhaus in Szene. Zunächst hält Pater Adalbero eine Feldmesse. Die Freunde der Oldtimer zeigen in einer Schau ihre schönsten Stücke und sammeln dabei für die Renovierung der Kirche, die übrigens schon im November abgeschlossen sein wird. Nach dem Film mit historischem Inhalt zeigt der neue Stadtfilm andere Themen. Was hat dich bewogen, das jetzt ein bisschen anders anzugehen? Jetzt ist es eigentlich das, was mir eher entgegenkommt. Es ist, wenn natürlich auch über 3 Jahre verteilt, aber es sind aktuelle Beiträge über Veranstaltungen, die in Bad Vöslau, Gainfahren, Großau stattgefunden haben und wo sich die Leute, die an diesen Veranstaltungen teilgenommen haben, zumindest zum Teil wiedersehen. Knapp 3 Jahre werden im neuen Stadtfilm im Zeitraffer dargestellt. Mehr als 75 Beiträge spiegeln das Geschehen in der Gemeinde wider. Mehr als 500 Besucher haben an der Präsentation des neuen Films im neuen Kurzentrum Interesse gezeigt. Nachwuchs für den ersten Bürger der Stadt. Uli und Christoph Prinz freuen sich über die Geburt eines Mädchens, also eine Prinzessin für das Prinz-Ehepaar. Es hat im Krankenhaus Mödling das Licht der Welt erblickt. Musikalisches Jubiläum in der Stadtpfarrkirche. Musikdirektor Gerhard Lagrange hat vor 50 Jahren die von ihm mit 17 Jahren komponierte Jakobusmesse uraufgeführt. Mit dem Komponisten, der auch seit 50 Jahren an der Orgel der Kirche sitzt, wird die Messe mit Unterstützung der Musikschule Bad Vöslau und einem ökumenischen Chor wiederaufgeführt. Der Merkurmarkt, 1989 errichtet, wurde in 8 Wochen komplett modernisiert. Wir haben hier im Parkhaus 20.000 Fans auf Merkur, sind begeistert, weil sie das erwarten können, was Merkur kann. Den 65.000 Kunden pro Monat stehen jetzt 2.350 Quadratmeter Verkaufsfläche zur Verfügung, die von 113 Beschäftigten betreut werden. Das Sortiment umfasst mehr als 20.000 Artikel. Neu ist auch ein Selbstbedienungsrestaurant. Die Gestaltung erinnert an einen Marktplatz und vermittelt eine kulinarische Erlebniswelt. Verdiente Ehrung von Marktleiter Karl Brandner und seinen Abteilungsleitern anlässlich der Wiedereröffnung durch die Geschäftsführung.